kann mich hier jetzt erst einmal umschauen. An ein paar Gäste, also an seine wichtigsten erinnert er sich. Wahrscheinlich sind das hier seine Eltern. Das hier andere Freunde und Bekannte. Und ja, wir sind wieder in der Nähe des Leuchtturms. Hier unten fehlt ein Story-Fragment. Ein Story-Fragment. Hier unten fehlen die Erinnerungen dann. Story-Fragment. Ich bringe echt Sachen durcheinander. Ja, gehen wir hoch zum Leuchtturm. Das sind wahrscheinlich die wahren Erinnerungen. Die wir wohl so aktivieren. Hm? Fühlt es sich anders dann? Ich meine jetzt, wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum fühlst du dich anders? Also eigentlich, ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung? Magst du den Namen Anja? Möchtest du sie Anja nennen? Ich verstehe. Ja, Anja ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Keine Sorge, folge einfach meinen Schritten. Ja, es ist wieder ein Vollmond. Sie tanzen im Mondschein und im Schein des Leuchtturms. Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es nochmal. Ja, das war wohl ein Zeitsprung. Versprichst du sie zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen, bis das der Tod euch scheidet? Oh, das war eher ein Rücksprung. Was tue ich? Möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du ihn zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Tagen? Bis das der Tod euch scheidet. Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zum Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Ja, und damit gehen wir wieder in die Erinnerungsansicht. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, sagte ich Augen? Ich meinte eigentlich meinen Mund. Da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke, vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg herausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hm? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Frau Doktor, wo bleibt ihr der Augenblick zählt? Frage ich mich auch gerade. Hat sie
Oder ist sie einfach nur gekränkt, weil sie ja immer noch Single ist? Ah, da sind ja die Gäste. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mama, sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Also, das ist Johns Mutter. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mama nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Boah, nicht noch eine von diesen Großeltern-Kindheiten. Wieso, was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz erhalten. Ups. Notizen. Joey. So, Johnnys Spitzname nach seinem Großvater. Ich bin so stolz auf Joey. Ja, er hat wieder eingelegte Oliven dabei. Ich frage mich halt gerade, ach, wir können hier unten jetzt weiter hier. Gibt es noch ein paar Erinnerungen? Oh, da steht John ganz alleine. Nee, halt. Oh, sie haben einen Hasen totgefahren. Da kann man nichts mehr machen, weil ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du, ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon wäre ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Wir kommen schon, wir sind spät dran. Warum? Notiz toter Hase, der ist ein Memento. An Johnny und Rivers Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren. Ja, ein makaberes Memento. Drei Stück, das ist wieder einfach. Erst hier, hier und hier. Und ja, toter Hase. Und jetzt müssen wir über die volle Breite die Bilder machen. Memento aktivieren. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey, vielleicht sah sie das als eine Metapher für schreckliche Ehe. Und dann Jahre später fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas ähnliches, wichtigtuerisches. Gute Story, Neil. Ja, toll, der tote Hase lag hier schon. Armes Ding, was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Resurs-Simulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Nicht vom Bus überfahren werden. Ein Pferd. Wow. Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten. Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Ja.
Ja, auf Zeit zu verschwenden, Neil. Oh Mist. Das ist nicht gut. Nein. Ah, und es tut weh. Steht nicht blöd in der Gegend rum, hol mich runter. Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Notieren? Notiz Dr. Neil Watts erhalten. Dorftrottel, ja. Ach, lassen wir einfach mal da oben auf dem Pferd sitzen. Hier endet die Erinnerung schon. Oh. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar, sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das, ich bin kein Kind. Oh, oh. River. Worauf wartest du? Komm schon. Hey, warte auf mich. Ich frage mich, ob Neil schon vor dem Pferd heruntergekommen ist. Nein. Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Ach, zum Maiskolben damit. Sie mit ihrem Maiskolben. Ah. Okay, da haben wir ein paar Leute, die nicht reiten. Also, an die man sich nicht erinnern. Ich danke dir. Autsch. Ja, wir müssen einfach mit ihm kollidieren. Ah, River. Oh, ich häng fest. Komm her, River. Versteckt sie jetzt schon wieder. Memento gefunden. Ja, wir sehen unsere Fragmente nicht. Hier, dieses Memento wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich nicht nur auf dieses Pferd. Geh du und besorge die restlichen Memory Links. Mhm. Ja, komm, wir müssen River einholen. Es gibt zwei und dann müssen wir noch John finden. Dabei irgendwo festzuhängen oder einfach nur durch die Gegend galoppieren. So. Memento, nichts tun. Das ist nie wieder darüber sprechen, was hier gerade passiert ist. Nein, okay. Bereiten wir lieber das Memento vor. Vier Versuche. Also vier. Das ist, glaube ich, der Hacky-Sack, den John geworfen hat. Oder es ist eine Handtasche. Eher eine Handtasche wahrscheinlich oder so eine Reitertasche. So. Ich glaube, diesen Teil machen wir schon noch. Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind. Was? Leider. Und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät.
Hätten Sie davon schon gewusst, dass Sie noch klein waren, hätte es Ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Edward. Er ist ein Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun sind Sie beide ein Paar, unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie, die könnte ihr helfen. Eine Menschenhandlung von hier bietet sie an, ich könnte das in die Wege leiten. Ich habe sie doch gesagt. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Jo. Notiz: Tony Edward erhalten. Tony Edward. Der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Da ist wieder das Schnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Daher hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Was hat er gegen Schnabeltiere? Die sind cool. Ich kann auf den Tisch steigen. Ah, tickende Uhr. Ist das Memento. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm, ich halte es schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Notiz: Uhrenticken erhalten. Notizen, Uhrenticken. Etwas, das River nicht leiden kann. Nicht mehr lange, sie werden dich gleich aufrufen. Ja, und da sitzt sie schon da oben. All die Diplome an der Wand, sie können der armen Frau nicht helfen. So, damit springen wir schon in die nächste Zeitzone zurück, also in seine Kindheit, in seine Jugend. Ach, Herr Jemine. 4. War richtig so. Mal wieder. So. Und aktivieren. Jo, wir sind im Kino. Und er ist jung. Psst, schau. Ich weiß, ich kann auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot. Schau, wir sind gesprungen. Ja, und zwar ziemlich weit. Heilige, weichgekochte Makaroni. Der Bengel ist allein im Kino. Was für ein Versager. Du gehst ständig allein ins Kino.
Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Aber das mal außen vor. Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Er hat wohl auf jemanden gewartet und dieser jemand ist nicht gekommen. Und daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Oh, was hieß das nochmal? Das hat was damit zu bedeuten, dass Fall abgeschlossen ist. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. So, jetzt würde ich aber mal sagen, ich speichere hier mal unter Fall 2. Damit ich den Spielstand nicht überspeichere, sollte jetzt was bei der Aufnahme ist schiefgegangen sein. Ich hoffe es jedoch einfach mal nicht. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.